Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euronogo mit Ausgabe 7. Sonntagnacht, Stefan. Was gibt's Schöneres, als mit dir gemeinsam aufzunehmen? Schlafen. Ja, zum Hallo. Beispiel. Ja, es war aber, glaube ich, ein recht unterhaltsamer und spannender Abend oder Spiele. Wie hast du das Ganze mitverfolgt? Hin und her geschalten oder bei einem Spiel komplett drauf geblieben? Ich hoffe, oder denkt man bei einem Deutschlandspiel. Ja, ich bin beim deutschen Spiel komplett drauf geblieben, habe nur ein Spiel gesehen und ja, war ganz interessant. Hat aber schon bessere Spiele bei der Euro gegeben. Ja, spannend war es auf jeden Fall, aber es waren ja bis jetzt, glaube ich, so wirklich sehr viele Matches spannend und ja, bis Sekunden vor Schluss hätte unser Orakel zum dritten Mal in Folge richtig getippt, hätte ich mir jetzt schon Sorgen gemacht langsam. So war es mal wieder eines der Last-Minute-Ereignisse bei dieser Euro. Genau. Mich interessiert brennend deine Analyse zu dem Spiel, weil ja Deutschland einer der Turnierfavoriten ist und eigentlich stark ins Turnier, fulminant ins Turnier gestartet hat, aber dann in der Gruppenphase auch fulminant oder fulminant, aber kontinuierlich abgebaut hat mit der Leistung, meiner Meinung nach. Wie siehst du das? Jein, also ich glaube, dass die Gegner auch peu à peu stärker geworden sind. Und ich sag so gern ja auch, man spielt immer nur so stark, wie es der Gegner zulässt. Und im ersten Match haben eben die Schotten sehr viel zugelassen, im zweiten die Ungarn immer noch etwas und jetzt die Schweiz fast gar nichts mehr. Also sie sind wirklich kompakt gestanden und hatten natürlich dann auch durch ihre immer wieder recht guten Umschaltsituationen über die schnellen Leute vorne drin am Anfang eben Embolo und dann auch der Torschütze Ndoye, da gute Momente gehabt und haben ansonsten das hinten, ohne jetzt zu mauern, aber sehr dicht gemacht, gut verschoben immer wieder und damit die Räume für das deutsche Spiel sehr gut minimiert. Und da haben sie eben diese Kreativen, sage ich mal, wie Kroos, wie Musiala, wie Wirtz, schwer gehabt, glaube ich, wenn die Musiala das ein oder andere gut gemacht, vielleicht etwas zu verspielt hier und da gewesen heute, fand ich. Aber dann, wenn die halt nicht in ihr Tempo kommen, im Gegensatz zu den eben Schweizer Spitzen, haben sie sich jetzt nicht so einfach getan. Ich glaube, dann auch durch die Wechsel hat Julian Nagelsmann dann gewisse Signale gesetzt. Glaube ich, dass dann auch hier dann, nachdem es zwei Wechselspieler waren, die dann den Ausgleichstreffer auch gemacht haben, irgendwo richtig gemacht. Und man darf jetzt gespannt sein, nachdem es jetzt bei der Euro dreimal und inklusive dem letzten Vorbereitungsspiel viermal in Folge die gleiche Startelf war. Ja, es wird eine Umstellung geben, weil Jonathan Tah ist gesperrt. Aber ob es auch ansonsten noch Umstellung geben wird in diesem Achtelfinalmatch. Ja, ich war fürs letzte Mal für deine Frage diesbezüglich jetzt mich doch vielleicht für etwas Recherche vorwarnen müssen mit der Frage, einfacher Weg, wie auch immer. Nicht so vorbereitet, dass ich mir die Konstellation jetzt schon auswendig gewusst habe. Aber ich glaube, es wäre nicht gerade ein Wunschszenario gewesen, jetzt gleich im Achtelfinale auf Italien oder Kroatien zu treffen. Und so wäre es natürlich, wenn man weiterkommt im Viertelfinale, dann irgendwo Spanien gleich, die anstehen könnten. Ist natürlich auch schwer, aber ich glaube, so wie du es gesagt hast, ja, die Performance von Deutschland und die des Gegners haben sich halt jetzt immer mehr dann mehr gelevelt und ich glaube halt, dass in der K.O.-Phase noch mehr dann so der Fall sein wird. Von daher wird man über die Achtelfinale-Hürde auch erstmal drüber kommen müssen. Ich fand, man hatte es in den ersten 25 Minuten das Spiel relativ gut im Griff, ohne dass man sagen könnte, man hat hier die Riesenchancen erspielt. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn dieser Führungstreffer aus meiner Sicht gegolten hätte, aber ich habe es im Gegensatz zu den Experten im Fernsehen eigentlich relativ schnell bezweifelt oder befürchtet, dass etwas da zurückkommen könnte, weil die Szene in der Mitte für mich schon nach Foul aussah im Vorfeld des Treffers von Andrich. Ansonsten denke ich mal, ja, so wie es auch im Fernsehen gesagt haben, war Jan Sommer unheimlich froh, dass der Treffer nicht gegolten hat, weil er sah da alles andere als gut aus. Und ja, dann war es halt eine der Umschaltsituationen, glaube ich, ein bisschen glücklich, dass die Schweiz hier trotz guten Pressing dann Ballbesitz geblieben ist, aber dann gute Flanke rein und dann eben Tah auch den Rüdiger nicht geschafft, die Flanke zu verhindern. Tah dann einen Schritt zu spät und Neuer für mich dann in der Situation chancenlos und stand es 1-0 so ein bisschen aus der Nix für die Schweiz, auch wenn die jetzt nicht, so wie schon erwähnt, raus aus dem Spiel waren,
Aber nach vorne hin ging bis dahin eigentlich relativ wenig. Und dann eben dieses 1-0, kurz darauf noch eine zweite gute Möglichkeit, die knapp am langen Eck vorbeigegangen ist, auch wenn ich glaube, dass vielleicht ein Neuer da gewesen wäre. Und ja, also das deutsche Team hat da, glaube ich, dann mindestens 10 Minuten gebraucht, um das Ganze mal zu verkraften und zu verarbeiten. Hat dann wieder am Ende der Halbzeit zulegen können und sich ein bisschen reingefuchst. Auch zweite Halbzeit, glaube ich, so die ersten 15, 20 Minuten ganz gut reingefunden gehabt. Dann wieder so ein bisschen einen Hänger gehabt, wo die Schweiz dann vielleicht sogar die Möglichkeit hatte, das 2-0 zu machen. Hat sie kurzzeitig auch gemacht. Wurde dann auch vom VAR zurückgenommen, die ganze Situation. Und dann, glaube ich, war es einmal noch einen tollen Abschluss von Xhaka, den Neuer dann wieder glänzend hält. Und dann, sag ich mal, kam man jetzt dann doch so ein bisschen dieses Thema dann wieder auf mit Anführungszeichen Turniermannschaft, Anführungszeichen deutschen Tugenden nie aufgeben, bis zum Ende alles probieren und ja, in der vorletzten Minute der Nachspielzeit eben Raum als Einwechselspieler mit der Flanke, Füllkrug als Einwechselspieler mit dem Kopfballtor zum 1:1 und damit eben der bis dahin auf sehr wackeligen Füßen stehend und beziehungsweise in Schweizer Hand sich befindende Gruppensieg doch noch wieder in deutscher Hand am Ende. Ja, danke für deine Zusammenfassung. Ich habe da natürlich wieder einige Fragen, dass die Sendung nicht so eintönig wird. Und zwar beginne ich mit dem Beginn des Spiels und zwar mit der Aufstellung. Da waren doch einige vorbelastete Gelb, also mit Gelb vorbelastete Spieler in der Startaufstellung zu finden, unter anderem eben Tah, wie du schon erwähnt hast, der das Achtelfinale jetzt verpassen wird. Es ist für Deutschland eigentlich um nichts mehr gegangen. Das Achtelfinale war ja schon vorher fix erreicht. Hat Julian Nagelsmann die Mannschaft da jetzt selbst geschwächt? Du, es ist halt jetzt die Frage, ob man so sehen will, dass man jetzt sich in dem letzten Gruppenspiel in Anführungszeichen schwächt oder dann eben notgedrungen im Achtelfinale, wie es jetzt der Fall ist, reagieren muss und anders aufstellen. Ich finde, so wie er das erklärt hat, und er hat jetzt nicht einfach gesagt, ich mache das so und aus die Maus, sondern er hat es ja für mich nachvollziehbar erläutert, dass es jetzt eben der Fall ist, dass er auf diese Stammelf vertraut, dass er will, dass sie die sich hier noch weiter einspielen kann, weil ansonsten die Vorbereitungszeit nicht allzu groß war. Und er ansonsten, wenn es aus irgendwelchen Gründen einer rausfallen sollte, aus Verletzungen, Sperren oder wie dem auch sei, er auf die anderen Kaderspieler ebenso vertraut und die dann eben in einem Achtelfinale oder in weiterer Folge bringen wird. Und ja, also ich glaube, so sah das jetzt dann heute auch aus. Schlotterbeck ist gekommen für Tah, hat seine Sache, glaube ich, ordentlich gemacht. Man wird dann eben schauen. Ich nehme mal stark an, dass er dann auch derjenige sein wird, der im Achtelfinalmatch aufläuft, wenn es jetzt heute schon so der Wechsel war. Und Raum ist für Mittelstädt gekommen. Ja, dass das eben die ersten Alternativen auf diesen Positionen sind. Also von daher hätte man es natürlich anders handhaben können. Wenn es dann vielleicht auch nach hinten losgegangen wäre, wäre auch die Diskussion da gewesen, war das wirklich notwendig, hat man so jetzt den Gruppensieg hergeschenkt, bla bla bla. Also ich glaube, wie man es macht, kann man es in Anführungszeichen nur falsch machen, beziehungsweise wird es irgendwo hinterfragt werden, wenn unterm Strich vielleicht kein Sieg dasteht oder sich halt gewisse Ereignisse ereignet haben. Das heißt, die Startformation der Deutschen, glaubst du, ist außer es kommen Sperren oder Verletzungen in Stein gemeißelt für das Turnier? Nein, also bis jetzt war es mal so und er hat das jetzt, glaube ich, begründet, ob man jetzt je nachdem, wenn ein, keine Ahnung, jetzt dann sage ich jetzt Serbien daherkommt als Gegner, dann sagt er, oh, man hat hier oder die oder jene Schwachstelle ausgemacht und würde sich deswegen vielleicht anbieten, mit einem Füllkrug doch eher in der Spitze zu starten aus Grund X oder Y, dann würde er es, glaube ich, machen und nicht jetzt ganz steif auf dieser Stammformation. Ja, sich versteifen drauf. Also ich glaube, er ist da schon einen guten Mix zu finden und zu sagen, okay, ich vertraue einer gewissen Elf, aber nicht blindlings in irgendwas reinlaufen und zu sagen, es gibt bessere Alternativen. Ja, man kann gespannt sein. Jetzt geht es auf jeden Fall im Achtelfinale für die Deutschen weiter. Gratulation dazu auch mal von mir. Wie Okay. sehr hast du dich mit der Niederlage schon abgefunden gehabt? Also ich muss sagen, die Hoffnung war noch da, aber die Zeit ist natürlich immer mehr geschwunden und erstens aus Herzenssicht natürlich, andererseits auf Tippsicht hatte ich noch gehofft, dass doch vielleicht auch selbst in den letzten 10 Minuten dann noch die komplette Wende möglich ist.
Aber ja, ich glaube, sie ist so auch die von Expertenmeinung, die ich da hier und da gehört habe, dass es jetzt nicht alles Selbstläufer sind, ist irgendwo klar. Dass man auf der anderen Seite gemerkt hat, auch von Rückschlägen, und es war jetzt der erste Rückstand, den man geraten ist in diesem Turnier, lässt man sich nicht umschmeißen und hat eben noch gewisse Leute und Qualität von der Bank, die man bringen kann. Und weiß eben auch nicht, erstens dieses Turnier hat es bisher hergegeben, glaube ich, mit relativ vielen sehr späten Treffern und eben auch als eigene Grundtugend, die ist da. Man kann darauf vertrauen, dass man immer noch in letzter Sekunde zuschlagen kann. Und in dem Fall war es Füllkrug und ansonsten gäbe es vielleicht noch den ein oder anderen Leverkusener, der sowas auch sehr gut kann. Alles klar. Ja, jetzt folgt das Achtelfinale, auf das wir jetzt noch später, oder in der nächsten Folge eigentlich erst eingehen werden, oder? Ja, Weil genau. das machen wir ja immer so. Aber nur ganz kurz, wer glaubst du, wird es werden? Also wird es England, wird es Dänemark oder wird es doch Serbien oder Slowenien? Stand jetzt würde ich glauben, dass es Dänemark wird. Aber ja, bis jetzt war England, die als relativ großer Favorit reingegangen sind, trotz wirklich exquisiten Kader und mit Sicherheit großer Qualität, nicht so, dass sie es wirklich fulminant auf den Platz gebracht hätten. Eher enttäuschendere Leistungen. Also selbst da ist nicht in Stein gemeißelt, dass die vielleicht noch auf Rang 2 abrutschen. Und dann hätte man natürlich gleich wieder ein ganz heißes Match mit Deutschland gegen England. Aber im Moment würde ich eher glauben, dass es Dänemark bleibt und die mit Rang 2 dann Deutschland gegenüberstehen. Und auch da gab es ja schon eine große EM-Duelle. Genau. Und jetzt ist für Deutschland die Gruppenphase der Euro 2024 Geschichte. Wer waren denn die beeindruckendsten Spieler aus dem deutschen Kader für dich? Vor denen sich jeder Achtel- und Viertel- und Halbfinal- und Finalgegner fürchten müsste. Ja, große Diskussion, denke ich mal, gab es ja im Vorfeld um zwei Personen. War einmal Manuel Neuer, auf der anderen Seite İlkay Gündoğan als Kapitän. Ich denke mal, beide haben ganz klar gezeigt, dass sie ihre Rolle gerecht geworden sind und dass zu Recht auf sie vertraut wird und wurde. Manuel Neuer, glaube ich, ja, mit einem Mini-Fehler irgendwo mal drin und ansonsten wirklich mit tollen Parat, mit tollen Leistungen und ja. Vollkommen zu Recht stand jetzt die Nummer 1. İlkay Gündoğan auch wirklich mit sehenswerten Leistungen. Heute, glaube ich, wie die gesamte Mannschaft nicht offensiv so wirbelt, wie man es gesehen hat, aber eben darauf aufbauend, wie ich schon gesagt habe, dass einfach auch die Gegner peu à peu stärker geworden sind. Prinzipiell, glaube ich, ist so das Punktstück vor der Defensive für mich zu sehen. Ich glaube, von dieser Offensive kann man immer wieder Überraschungsmomente bekommen und irgendwo auch erwarten. Und ich glaube, da sind wir wirklich relativ gut aufgestellt, auch vielleicht für die Zukunft relativ aufgestellt. Natürlich ist es schade, vor allem in so einer tollen Form, wie er sich generell befindet, dass ein Toni Kroos nach dieser Euro seine Karriere beenden wird. Und auch er ist mit Sicherheit ein ganz großes Puzzlestück, wieso er jetzt mit der deutschen Mannschaft nach zuletzt wirklich enttäuschenden Turnieren wieder besser dasteht und bergauf gegangen ist. Also diese Offensive sehe ich doch wirklich allgemein als großes Plus, weil da immer was passieren kann und auch immer wieder Puzzlesteine hast, die da vorne noch reinwerfen kannst, die auch über große Qualität verfügen. Ja, also ich glaube, jetzt wird es in den letzten anderthalb Partien überschaubarer, aber ich glaube, derjenige, der in der Offensive für mich am meisten herausgestochen hat, ist trotz allem ein Musiala und auch einer, der heute jetzt nicht den wieder Impact gebracht hat, immer noch ein bisschen in der Luft gehangen ist, aber den würde ich Stand jetzt so ein bisschen, so wie wir es zuletzt besprochen hatten, auch eher noch als Flop, beziehungsweise vielleicht auf Deutsch eher Flöppchen sehen, weil würde ich sagen kann, er ist komplett außen vor, finde ich auch nicht, aber an Leroy Sané noch nicht das zeigen können, was er, glaube ich, in ihm steckt generell. Aber glaube ich, er ist trotzdem einer, der jederzeit dann noch explodieren kann und dann, wo man sagen kann, boah, der hat jetzt einem doch die nächste Runde irgendwie gerettet, weil ihm jetzt doch noch der Stift aufgegangen ist. Na, sind wir, ich bin wirklich gespannt auf das weitere Abschneiden der Deutschen in dem Turnier, weil ich habe ja irgendwie den Eindruck gehabt, okay, auch jetzt um auf deine Eingangsworte zurückzukommen, die Schweiz war der erste richtige, unter Anführungszeichen, Gradmesser, wobei die Schweiz ja sicher nicht die stärkste Mannschaft in dem Turnier ist oder auch nicht, eigentlich auch nicht zu den Mitfavoriten zählt in dem Turnier.
und du sagst, ja, da sind dann halt auch weniger Räume, da deswegen auch weniger Torschancen oder Möglichkeiten, natürlich dann Tore zu schießen und auch weniger Möglichkeiten, um besser ins Spiel zu kommen. Aber wie soll denn das dann gelingen gegen die wirklichen Kracher, wenn ich mir die Leistung von Spanien anschaue, wenn ich mir das Spiel Holland, Niederlande gegen Frankreich anschaue, das war schon ein Klassenunterschied, muss ich sagen. Ja, du, ich glaube, dass jedes Match dann wieder anders gelagert sein wird und man jetzt nicht 1:1 gewisse Leistungen umlegen kann. Da tun wir uns, glaube ich, immer ein bisschen leicht so aus Experten- oder vom Mikrofonsicht. Ich glaube, auf dem Feld ist es dann wieder was ganz anderes, das tatsächlich irgendwie vergleichbar zu machen. Ich glaube, hoffe und meine, dass man aber mit den Aufgaben wachsen wird und auch wenn es nur Vorbereitungsspiele waren, man hat gezeigt, dass man sich mit Frankreich oder den Niederlanden auch auf Augenhöhe sein kann in den letzten Testspielen. Da ist trotz allem Testspielcharakter noch immer eine gewisse Brisanz drin und da verliert, glaube ich, jeder nur extrem ungern. Turnier ist ja nochmal eine andere Geschichte, wird mit sich auch nochmal eine andere Intensität, aber ich glaube trotz allem, dass man mit den Aufgaben wachsen kann und wird. Ja, und ob es dann tatsächlich ist, werden wir sehen, die Wahrheit liegt auf dem Platz, definitiv. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das hast du mit einer schönen Floskel wieder beendet, das Kapitel Deutschland in der Gruppenphase, in diesem Podcast. Jo, und auch den Abschluss der Gruppenphase wird es für Österreich geben, gegen die Niederlande. Und du wirst uns jetzt mit Sicherheit nicht nur sagen, wie du die ganze Lage jetzt einschätzt, was du jetzt vom ÖFB-Team auch erwartest für dieses finale Gruppenmatch. Bist du der Meinung, ist man jetzt schon durch, ja? Es ist jetzt leider, sagen wir, es gab ja nicht nur im Deutschland-Spiel den Last-Minute-Treffer, sondern eben auch im Ungarn-Schottland-Spiel den Last-Minute-Treffer, der jetzt nicht positiv für Österreich war, nachdem die Ungarn jetzt ihr Konto noch aufgestockt haben. Aber sie sind trotzdem noch hinter Österreich, ne? Genau. Das ist der Punkt. Also das ist uns vollkommen egal. Natürlich wäre es so gewesen, wenn Ungarn und Schottland sich mit einem X getrennt hätten und morgen oder heute, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, Albanien im Spiel auch ein X wieder fährt, dann wäre Österreich fix in der Quali-Gruppe. Nachdem wir die jetzt schon 11:30 hatten, wird heute kaum noch jemand hören. Ja, kann sein, aber ja. Oder wenn wir nicht zu lange labern, dann vielleicht schon. Also derzeit Stand jetzt 23.06.2024 um 23.31 Uhr führt Österreich die Tabelle der Teams auf Platz 3 an. 4 von 6 Teams kommen weiter. Das heißt, das ist schon einmal gut, dass man da 3 Punkte hat. Und bis jetzt sind immer die Teams weitergekommen, die 3 Punkte hatten und ein Torverhältnis von minus 1. Derzeit hat Österreich ein Torverhältnis von plus 1, das heißt, Österreich könnte, wenn es so läuft wie die letzten Turniere auch, dann könnte sich Österreich gegen die Niederlande eine 2:0 Niederlage leisten, laut Statistik. Von dem gehen wir ja hoffentlich nicht aus und wir hoffen auch nicht, dass diese Wahrscheinlichkeitsrechnung da auch eintreten muss. Derzeit sieht alles ganz rosig für die Österreicher aus, mit 3 Punkten ist man Erster auf der Tabelle der Teams auf Platz 3 mit einer Tordifferenz von einem Tor plus. Und jetzt geht es dann eben am kommenden Dienstag um 18 Uhr gegen die Niederlande. Die Niederlande haben bisher 4 Punkte. Das Auftaktspiel gegen Polen wurde mit 2:1 gewonnen. Und gegen Frankreich gab es ein relativ rassiges 0:0, also ein sehr kurzweiliges 0:0. Und die Niederländer sind natürlich hinter den Franzosen der zweite Gruppenfavorit und steuern derzeit auch Platz 2 an, wenn nicht Österreich etwas dagegen hat. Denn wenn Österreich gegen die Niederlande gewinnt und Frankreich nicht gewinnt, dann ist Österreich der Gruppensieger. Wenn Österreich gegen die Niederlande gewinnt und Frankreich gewinnt, dann ist Österreich Zweiter in der Gruppe und auch direkt qualifiziert für das Achtelfinale. Und wenn Österreich ein Unentschieden hat gegen Holland, beziehungsweise wenn man nicht hoch verliert, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass man noch ins Achtelfinale kommt und aufsteigt. Und man wird Stand jetzt gegen Rumänien spielen, wenn man Dritter bliebe. Okay, das wäre auf dem Papier auch ein machbarer Gegner, aber man hat schon gesehen, es ist ein sehr
unangenehmer Gegner und wir haben ja auch zuletzt gehört, haben wir auch in der Quali zum Beispiel eben vor der Schweiz auf Platz 1 die Gruppe abgeschlossen gehabt. Genau, ist sicher kein Jausengegner, aber bevor man ans Achtelfinale denkt, muss man mal gegen die Niederlande bestehen. Und das hat man einen super Sieg oder einen fulminanten Sieg, fulminant ist mein Wort der Sendung, gegen Polen gefeiert, ein 3:1. Und man ist jetzt natürlich in Österreich sehr euphorisch und man fühlt sich so wieder so richtig wohl in der Rolle des Geheimfavoriten und man fühlt sich auch jetzt auch wieder unschlagbar. Und das ist halt wieder das gefuchste, gefährliche und ich hoffe, da kann der Ralf Rangnick mit seiner deutschen Nüchternheit doch ein bisschen Realität auch in den Kader bringen, denn es hat nicht alles geglänzt gegen Polen. Man hat da vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit Probleme gehabt und man hat mit Polen dann auch einen dankbaren Gegner zum Schluss gehabt, wie wir in der letzten Folge analysiert haben. Die waren K.O., die waren platt, die haben nicht mehr viel dagegen setzen können. Und da hat Ralf Rangnick richtig gesagt, es müssen alle überperformen, um gegen Holland zu bestehen. Und es haben halt in der ersten Hälfte auch Spieler unterperformt und das soll halt so nicht mehr passieren. Das heißt, es braucht, also Österreich gewinnt die Spiele bzw. besteht die Spiele mit einer kompakt starken Mannschaftsleistung und da muss wirklich jedes Rädchen funktionieren und darauf muss man auch und dafür muss man auch sorgen. Dafür sorgt auch Ralf Rangnick. Es hat heute schon wieder eine Teambuilding-Aktion gegeben. Heute ist man an einem See gefahren. Und ja, jetzt schauen wir uns einmal den Gruppengegner Holland an. Wie gesagt, ein Sieg, ein Unentschieden, gegen Frankreich ein Unentschieden. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich gesagt habe, wenn Frankreich spielt und Kylian Mbappé nicht startet, dann hat Frankreich noch nie gewonnen. So auch im letzten Spiel, das war auch mit ein Grund, warum ich dann unentschieden gespielt habe, noch kurz vor dem Spiel, weil ich gesehen habe, dass Mbappé doch nicht in der Startaufstellung steht. Und Holland hat gegen Frankreich eigentlich gut dagegen gehalten, hat ihr Spiel teilweise sogar durchziehen können und hat auch einige Torchancen kreiert. Einer der stärksten Spieler, meiner Meinung nach, ist auch gleichzeitig der wertvollste Spieler des Kaders, das ist Xavi Simons. Und Torschützen hat es derzeit eben zwei gegeben für Holland. Das ist Wout Weghorst und Cody Gakpo. Jeweils ein Tor, jeweils eben gegen Holland getroffen. Und ganz witzig, es gibt einen Top-Vorlagengeber derzeit bei Holland und das ist Nathan Ake. Und der hat beide Tore aufgelegt im ersten Spiel. Das heißt, auf den gilt es auch zu achten für die Österreicher. Und jetzt zeige ich die ganze Zeit Holland, obwohl ich Niederlande sagen soll, weil Holland ist, wie du richtig gesagt hast, ja wirklich nur eine, also das war mal eine Grafschaft und die ist geteilt in Süd- und in Nord-Holland. Aber die Niederlande besteht eben aus mehreren Bundesländern als Holland. Aber zu meiner Verteidigung, als ich aufgewachsen bin, hat die Niederlande mit Holland geworben. Also mit dem Wort Holland geworben, weil das einfach marketingtechnisch sich besser verkauft hat. Und 2019, glaube ich, ich habe es jetzt leider nicht vor mir, ich habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und ich referiere jetzt aus dem Gedächtnis, hat sich die Regierung dazu entschlossen, dass man Holland beiseite schiebt und mit Niederlande in die Offensive geht, denn die Niederlande ist doch so viel mehr als Holland. Und deswegen versuche ich ab jetzt, 23:37 Wiener Zeit, Niederlande zu sagen und nicht mehr Holland. Passt, du könntest aber auch Oranje sagen. Ja, genau, das ist die Nationalfarbe übrigens. Genau, und die Österreicher haben gegen die Niederlande, es ist auch schon spät, schon ganze 34 Jahre nicht mehr gewonnen. Das letzte Mal, als man gegen die Niederlande gewinnen konnte, das war im Jahr 1990. Da feierten die Österreicher einen 3:2 Sieg. Und wenn man sich da die Torschützen ansieht, dann war das ein Robert Petzl, ein Manfred Schack und ein Toni Pfeffer. Und ein Tor der Holländer hat ein gewisser Ronald Koeman erzielt, der jetzt auf der Trainerbank der Holländer sitzt. Das letzte Spiel...
Weißt, mach keine Vorsätze auf Sendung mehr, ja, Stefan. Nein, ich mache wirklich keine Vorsätze. Und ich meine das Holland auch gar nicht despektierlich. Und da hätte ich so gern so eine Suchen-Ersetzen-Funktion in unserer Audio-Software. Aber das gibt es sicher schon bei der KI, aber wir können es halt noch nicht leisten. Ja. Das letzte Spiel fand bei der Euro 2020 im Jahr 2021 statt. Da gab es einen 2-0-Sieg für die Niederlande und ja, die Tore haben Depay und Dumfries getroffen. Depay hat zum Beispiel gegen Frankreich begonnen. Wout Weghorst war da auch im Kader und in der Startaufstellung. Wout Weghorst. Ja, kann ich halt nicht so gut sagen. Weißt du, für mich heißt es Wout Weghorst. Wenn es so steht, dann ist es so. Aber bei den Österreichern haben auch viele Spieler schon gespielt, die auch jetzt in der Startelf stehen werden. Höchstwahrscheinlich, wie zum Beispiel ein Baumgartner, ein Leimer, ein Sabitzer und auch ein Gregoritsch. Und ich denke, dass Marko Arnautović nicht starten wird, aufgrund der Spielanlage der Holländer. Passt wahrscheinlich jetzt wieder Michi Gregoritsch besser oder ein spielstarker Stürmer, ein schneller Stürmer, der mit Geschwindigkeit Räume aufreißen kann. Okay, jetzt hast du eine meiner Fragen schon vorweggenommen. Ja, weil du immer jetzt auch an den Arnautović dranhängst und gedacht, heute lasse ich dich nicht. Die andere wird natürlich sein, Trauner hieß es, ist jetzt nicht so schlimm verletzt, aber fraglich für das Niederlande-Spiel. Also wahrscheinlich wird er da nicht starten, nehme ich stark an. Wie würdest du in der Innenverteidigung aufstellen, beziehungsweise was erwartest du da? Also ich denke, dass Lienhardt wieder spielen wird. Also ich glaube, dass Lienhardt eine ganz gute Leistung gebracht hat im letzten Spiel gegen Polen. Und dann Trauner, glaube ich, wird eher außen vor gelassen und wird geschont. Der hat eine wirklich sehr starke Leistung geboten, auch mit dem Tor, die nochmal unterstrichen. Aber ich glaube, Gernot Trauner, da hat der Oberschenkel zugemacht und ich habe irgendwo gelesen, dass er ein Spiel pausieren wird. Also ich glaube, das ist schon ziemlich fix, dass er nicht spielen wird. Ich tippe auf Kevin Danso. Okay, ja, wäre jetzt auch so mein Gefühl, dass wir Danso Lienhardt sehen. Dann wäre für mich und ich glaube für einige in der ersten Halbzeit, der nicht so auf der Höhe war, Florian Grillitsch. Meinst du, der kriegt jetzt trotzdem wieder den Startelf-Einsatz oder? Also, ich habe es jetzt nicht so stark gemerkt, wie dann im Nachhinein analysiert war, dass Baumgartner nicht in der Mitte gespielt hat, sondern mehr auf der Seite war, dafür Leiner in die Mitte gezogen war. Ich glaube, dass diese Umstellungen im Mittelfeld einen Grilic dann auch nicht gerade, bevorteilt haben. Und ich denke, dass er wieder starten wird und dass seine Performance den Umstellungen da geschuldet worden war. Okay, ja. Meinst du, dass die Variante Wimmer vielleicht zu offensiv wäre? Ich denke, dass Wimmer sich als Joker bis jetzt bewährt hat und ich denke auch, dass das ein Superspieler ist, ein junger Spieler ist, ein sehr agil wirkender Spieler und der bringt Schwung in eine Mannschaft mit seiner Einwechslung und ich denke nicht, dass Ralf Rangnick darauf verzichten will, weil der bis jetzt von der Bank aus sehr gut funktioniert hat und ich denke, dass das gegen die Holländer auch wieder gut funktionieren könnte. Okay, passt. Das, was ich halt schon auch in der letzten Folge schon gesagt habe, dass ich mir da wenig Sorgen mache, weil ich finde, bis jetzt treten die Österreicher als ein sehr gut eingespieltes Team auf. Auch wenn es da Personalwechsel gegeben hat, hat jeder ziemlich schnell in seine Rolle gefunden. Deswegen glaube ich schon, dass das, egal wer beginnt, jeder seine Rolle kennt und der Matchplan auch verfolgt werden kann. Ja. Gut, wir haben es uns bis jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich angeschaut, aber bis zur nächsten Sendung verspreche ich das. Wir werden es uns anschauen, ein Szenario, ob, wann und wie Deutschland eigentlich auf Österreich treffen könnte. Okay, ja. Habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Ja. Gibt es sonst noch was für dich zur vorbereiteten letzten finalen Duell zwischen Rot-Weiß-Rot und Oranje zu sagen? Ja, den Tipp. Ja, klar. Gut, dann ab zum Tipp. Bevor wir da aber unsere wirklichen Prognosen abgeben für dieses Match, schauen wir mal drauf, wie bis jetzt die Lage aussieht. Auf Platz 1 haben wir den Giovanni.
schon wieder immer noch mit 64 Punkten, konnte sich jetzt schon etwas absetzen vor Andi 68, liebe Grüße nach Deutschland mit 59 Punkten, Forza Viola 666 immer noch ganz stark vorne mit dabei, 58, genauso wie der Zimpf. Und dann haben wir auf Platz 5 Brazzo 55, Brunero und Come On Sport Club mit 54, der Flo, der Stefan, der Litschi, FR10, jeweils 53 Punkte und auch dahinter mit Temoti, Tominator, Patrick P. 52, also alles ziemlich eng beieinander, sage ich jetzt mal, vor allem zwischen Platz 5 und 17, da kann es eigentlich relativ schnell alles auf und ab gehen und wir haben jetzt auch immer noch mehr Spiele mit deutschen und österreichischer Beteiligung, das heißt auch da noch mehr Spiele, wo man doppelt punkten kann und damit kann sich relativ schnell etwas tun. Also wie gesagt, der Stefan, der Nogo Stefan, 53 Punkte, ich 48, das heißt, wir haben zuletzt gleich gut oder eher, würde ich mal sagen, Stefan, weiß nicht, ob du zustimmst, beide gleich schlecht die letzten Partien getippt und damit ist der Abstand zwischen uns gleich geblieben mit 5 Punkten, seit der letzten Standmeldung. Genau, stark begonnen, aber auch stark nachgelassen. Jo, dabei haben wir es öfters auch schon gesagt, schwach zu beginnen und stark nachzulassen. gehen wir zur Tippabgabe. Da, as usual, nur die Österreich- und Deutschland-Spiele und eben am kommenden Dienstag, 18 Uhr, Niederlande gegen Österreich, lieber Stefan. Ja. Niederlande gegen Österreich, das heißt, das wird dann ein 2-3. 2-3, Cordoba-Vibes. Mein Tipp lautet 1-1. 1-1. Dass du mal unentschieden tippst. Ja, soll auch mal vorkommen. Den du heute ein 2-2 hattest. Ja. Unter, unter kicktipp.at/nogo seid ihr dabei. Einfach registrieren und mitmachen mit Tippen, auch wenn wir jetzt schon fleißig Punkte gesammelt habt, könnt ihr noch immer mitmachen und rein theoretisch natürlich auch noch immer gewinnen. Wir freuen uns über jeden und jede, die da mitspielt. Genau, und es ist alles gratis, die Top 3 gewinnen Preise und Stefan, auch für uns steht etwas auf dem Spiel, was wir bis jetzt noch gar nicht wirklich behandelt haben. Genau, wir haben ja auch Wetteinsätze, der Markus und ich, das heißt, wenn ich vor Markus lande, dann wird der Markus eine Strafe zu tun haben und umgekehrt natürlich auch. Die haben wir uns ausgemacht. Und zwar, wenn ich vorm Markus lande, dann muss er einen Austropop-Song meiner Wahl performen und wir stellen den dann auf YouTube. Genau, wenn der Stefan verliert, dann muss er einen deutschen Schlager meiner Wahl interpretieren und es kommt dann ebenfalls auf YouTube. Schau mal, ob nur Audio oder wir auch noch ein Video dazu drehen, aber bei unserer vielen Zeit, ja, we will see. Mit Video natürlich. Ja, jetzt kommt hier gleich. Und wenn ihr wisst, wie sehr ich den deutschen Schlager liebe, dann wisst ihr, dass das, glaube ich, eine der schlimmsten Strafen ist, die es für mich gibt. Naja, ich glaube, es gibt schlimmere Strafen, weil ich habe mir Stefan ein paar Sachen vorgeschlagen, wo er gesagt hat, sicher nicht. Ja, okay, aber das ist nicht für die Jugend da draußen. Bestimmt für die Ohren. Wer es doch wissen will, schreibt uns gerne eine E-Mail. Stefan, wohin? nogo.wien@gmail.com. Genau, oder ihr könnt uns auch gerne kontaktieren via Social Media, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, auf Threads, auf Blue Sky. Auf Instagram natürlich immer und überall unter Nogo Wien bzw. Nogo.Wien. Wir sind auch auf YouTube vertreten. Ja, also da sind wir eigentlich überall für euch da und mit unserem Content da. Gerade auf YouTube ja auch immer unser Orakel im Einsatz mit den Prognosen, mit den Tipps. Und auch sonst auf Social Media gibt es immer wieder Umfragen eigentlich zu vor und nach jedem Spiel fast, wie die Performance erwartet und danach auch bewertet wird, die Deutschland bzw. Österreich abgeliefert hat. Genau, Markus. Es war mir wieder eine Freude, mit dir eine Folge so spät aufzunehmen und ich freue mich auf Dienstag, weil da kommen wir schon wieder früher raus und das wird gut sein, weil da habe ich eine schwere, schwere Zahn-OP. Oh je, dann wünschen wir dir für dahin schon mal alles Liebe, alles Gute, hoffen, du bist da in besser Verfassung und dass dir das ÖFB-Team die Gesundung auch noch versüßt. Genau, das würde helfen. Ja. Bis dahin, nicht nur dir, sondern auch euch da draußen, alles Liebe, alles Gute, habt eine gute Zeit, seid uns treu und empfehlt uns bitte und gerne weiter.
Ciao, baba. Tschüss. Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisiert.